Hallo meine lieben Nupsis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. Jawoll. Ja. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier so machen können. Weil ich hab da natürlich jetzt was im Petto, ne? Ja, genau. Hier, da kann ich erstmal Licht ausmachen. Ich hatte hier letzte Folge aufgeräumt, aber was man mir gesagt hat, ist, ich kann mal ein bisschen von meinem Kackholz hier nehmen und das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen fällen. Oh. Ich habe aber nur noch wenig Crossbows, wa? Heißt, ich brauche Federn, wa? Habe ich keine Federn mehr? Hallo? Nee, habe ich nicht. Okay, ich brauche Holz und Federn. Okay. Gut, dann wissen wir, was wir am nächsten Tag machen können. Wir können erstmal neues Holz setzen. Geh schon mal raus. Gucken wir mal eben, wie beschrubbelt meine Butze hier aussieht. Ey, Kacke, Mann, ey. Ja, ne? Gut, da hinten spawnt schon mal nichts mehr, glaube ich. Aber ich war jetzt auch gar nicht mehr schon hinten bei meinen Forges, ne? Ich muss eben Anlauf nehmen. Warte mal hier mal kurz ab. Da hinten ist nämlich meine Forge-Fangstelle für Samantha, wenn ihr das sehen könnt. Ja, da hinten auf der Straße. Da spawnt nämlich immer Samantha. Und wir gehen aber jetzt mal runter. Weil die rennen ja jetzt gleich eh nicht mehr. Habe ich hier hinten jetzt eigentlich schon alles abgebaut? Johannisch. Okay. Ja, letztes Mal habe ich ja mein Tool and Die Set hier verloren. Irgendwie so, ne? Und genau, Samantha kann hier drin spawnen, wenn sie denn möchte. Und da liegt auch schon wieder einer. Wunderbar, hier können wir noch mal ein paar, nee, habe ich nicht. Okay, können wir nichts hinsetzen. Was ich jetzt brauche, sind Federn, meine Freunde. Ich brauche Federn und ich muss noch Holz setzen. Ich glaube, für die Federn, ja, ich glaube, ich gehe doch mal hier runter. Hier waren ja doch bestimmt einige Federn, die ich noch nicht gefunden habe. Muss jetzt mal hier noch so ein bisschen abgrasen. Mach mal ein bisschen Licht an. Da haben wir noch Cooking Pot. Dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Federsuche, weil ich brauche nämlich noch ein paar Pfeile. Ich habe nämlich nicht mehr allzu viel mit dabei, wie ich festgestellt habe. Nur noch diese 18 hier, diese wunderbaren. Das ist natürlich ein bisschen wenig, das ist empty. Das hat auch empty. Nee, das ist nicht empty. Super. Oh, da war nur ein Ei drin. Kacke, Mann. Ja. Dann gehen wir noch mal eben ein bisschen auf Federnsuche jetzt. Gucken hier noch mal ein bisschen um. Hoffen darauf, dass wir Federn ohne Ende finden. Und wenige Zombies, bitte. Hier ist auch noch was. Das ist jetzt erstmal Prio Nummer 1. Federn finden. Da kommt schon jemand runter, ihr sammelt. Weiß zwar nicht, ach, da hinten. Okay, da rennen wir jetzt einfach mal weg. Hier ist auch noch alles auch empty. Habe ich die schon alle gesammelt oder was? War ich hier schon? Scheint so, wa? Oh, hier liegt aber auch. Hier könnte aber auch geiles Zeug drunter liegen, ne? Unter diesen Dingern. Das sieht mir so ein bisschen nach Vorkommen aus. Aber da gehen wir dann später nochmal hin, weil Vorkommen brauche ich jetzt gerade erstmal so nicht. Ich brauche jetzt erstmal Federn. Da. Super. Da sammeln wir uns jetzt erstmal einen gewissen Part von. So 500 Millionen Stück. Dann gehen wir Holz anpflanzen. Dann gehen wir ein bisschen Holz hacken. Und dann gucken wir, ob wir. Ist das jetzt hier so eine Dreckkante oder was? Ja, ich habe ja zum Glück Dings dabei, ne? Meine Sword of Shotgun. Die kann ich ja benutzen, wenn ich wollen würde. Aber
Ich renne jetzt einfach nochmal eben kurz wild durch die Gegend. Ah, da hinten ist noch so ein Hyopai. Ah, hier ist nochmal. Ah, oh, Potassium. Potassium könnten wir eigentlich nochmal mitnehmen, ne? Wenn das hier schon so schön rumliegt, möchte ich ungern dran vorbeirennen. Okay. Ins kalte Gebiet habe ich eigentlich meine Klamotten mit. Oder nicht? I don't Knopf. Oh, nee, ne? Oh, da hinten ist so ein Hyopai-Kacker. Den werden wir mal eben umgehen. Ich weiß, ich muss auch mal irgendwann mal ein bisschen was trinken. Aber ich habe jetzt keine Luft. Keine Luft auf die Jungs. Ich habe keine Luft auf die Jungs. Ich habe jetzt Luft auf Dings hier. Hier so Potassium und so. Oh, da liegt noch eine Bag. Auf eine Bag habe ich natürlich auch Luft. Und da drauf auch. Und da hinten haben wir noch was. Also dann haben wir jetzt erstmal schon wieder ein bisschen was gemacht, ne? So, Crossbow. Machen wir erstmal 87. Dann habe ich noch 43 übrig. Dann kann ich noch ein bisschen rumgucken. Ja. Mhm. Also beim helllichten Tag brauche ich das Licht ja nicht, ne? Aber guck mal, da hinten ist ein Shop. Ich glaube, da war ich da eigentlich schon drin. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, nein. Da hinten kommt ein Zombie hoch. Ja, da ist noch ein Nest. Wenn es nicht gerade schneit, sieht man die echt gut. Das ist natürlich hier im Schneegebiet. Wenn es nicht gerade schneit, ein echter Vorteil. Wenn es natürlich schneit und du bist gerade im Schneesturm, dann siehst du ja nichts. Ne, klar. So, nehmen wir auch eben mit. So, was haben wir hier? Ah, wieso haben wir denn hier zwei Shamways? Was ist denn das? Und da haben wir auch so ein Kackteil. Hier haben wir noch eine Börse. Das Kackteil kommt mir auch noch hinterher, wa? Nee, 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 mein Freund. Ich gehe mal eben weiter. Wir gehen mal eben hier weiter. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht hinterher. Dann können wir hier an dem Platz nämlich auch nochmal eben Wasser holen. Das ist auch sehr schön. So, guckst du hier schön Wasser? Perfekt. Haben wir da auch wieder Wasser am Start? Ja, ich höre ihn doch, den Kackspasten da. Nee, nee, ich gehe jetzt mal weg hier. Da hinten, ich gucke noch mal eben hier um die Ecke. Ich lure hier mal ein bisschen rum, ob hier vielleicht irgendwelche geilen Sachen sind. Ich könnte auch noch Sand mitnehmen, das wäre auch noch ganz gut. Ja, komm mal. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob hier irgendwie Hunde sind oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja, nimm mal mit. Wäre hier noch irgendwas anderes drumrum liegen? Nee. Okay, was haben wir denn hier? Also ich bin natürlich hier bei den großen Städten immer so ein bisschen vorsichtig. Weil hier rennt natürlich immer mal so einiges rum. Was wir so gar nicht gebrauchen können. Aber warte mal, das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Snowball brauche ich auch gerade nicht. Da
Da hinten höre ich noch einen. Ich laufe mal eben hier so ein bisschen rum. Vielleicht finde ich noch einen geilen Store. Ich werde mich mal eben kurz mit dem Dings ausrüsten. Weil ich genau weiß... da liegt aber auch geiler Schüssel drin. Okay. Da war ich schon. Ja, die kommen mir jetzt natürlich hinterher hier, ne? Aber ich habe so ganz gut Zeug drauf. Ich kann gut rennen. Ich muss nachher nur irgendwann mal was trinken. Da ist ein Reh, da ist noch ein Ding. Ja, Federn können wir nicht genug haben. Das muss ich echt mal so sagen. Die paar von den dicken Mollys, die können wir mal eben umlaufen. So, was haben wir denn hier? Ich bin schon wieder voll, ne? Furchtbar. Ich bin schon wieder voll. Dann nehmen wir noch mal eben das Bird's Nest mit. Die, die wir finden. Haben wir hier noch eins? Ne, ich habe gar nicht so viele Pfeile an der Tasche. Hier ist noch eins. Können wir auch noch ein paar Eier sammeln. Dann haben wir auch noch ein bisschen Essensvorrat. Obwohl, Eier haben wir, glaube ich, und Fleisch haben wir eh sowieso genug. Aber ich wollte mal gucken, ob hier noch vielleicht nicht irgendwo so ein Toolstore ist, wenn ich hier einmal um die Straße rumrenne. Also nicht um die Straße, um das Ding rum. Wo wir hier überhaupt hinkommen und so. Da hinten ist auch noch Wasser. Gut, die können wir dann nachher mal aufmöbeln. Ich glaube, die Goggles können wir mal scrappen eben. Dann haben wir zumindest mal einen, warte mal, haben wir einen Platz frei. Okay, da ist Wasser. Wo kommen wir denn hier dann hin? Bin ich denn von hier schon mal hergekommen? Nee, von hier. Guck mal, da hinten ist ein Dings. Da in der Mitte ist auch eins. Oh, oh. Okay. Da ist nichts drin. Wo ist denn der? Da. Oh, da ist auch eine Treasure, ne? Krassomat, da muss ich nochmal hin. Guck mal, ist der hier im Wasser oder was? Oh ja, nee, der ist im Wasser. Kacke, Mann. Oh, wie doof. Okay, ich gehe dann hier nochmal. Wieso sind die denn hier jetzt auch in dem warmen Gebiet? Na gut, da muss ich nochmal hin zurück. Ich wollte mal eben gucken, ob hier irgendwie noch so ein Store ist, den wir irgendwie mal plündern können. Da. Aber ich glaube, da war ich da nicht schon drin. Gehen wir mal eben hin. I'm not sure. Ja, lass mal drin. Lass mal stecken. Da kommt jetzt so ein Kackteil an. Wo bist du? Hallo? Ach, da. Kommst du runter oder wart? Ey. Na, komm her. Komm her. Ich wollte schon gerade sagen, ey, willst du mich jetzt verkackeiern?
Bams. Okay. So, gehe ich mal eben gucken, war ich hier schon drin? Nein, hier war ich noch nicht drin. Shotgun Messiah, das ist sehr gut. Da ist ein Polizist. Da hinten ist ein Polizist. Mhm. Okay, der ist schon mal hinüber. Jetzt muss ich eben gucken. Ich habe nicht mehr viel Platz, ne? Der Polizist ist natürlich jetzt kacke hier. Nee, aber ich weiß schon mal, wo ich wieder hin muss. Kommt noch einer angerappelt? So, der Shotgun Messiah ist da hinten gewesen. Ja, ich verpiss mich mal eben. Das ist jetzt nicht so safe hier, aber ich gucke nochmal eben hier rum, was ich denn hier eventuell noch sehen könnte. Da hinten ist doch auch noch ein Geschäft dran, oder? Ist das ein Geschäft oder was ist das? Crackenbook. Aha. Siehst du mal, hier ist Crackenbook. Ich mache jetzt hier natürlich Action gerade. Was natürlich nicht so cool ist, weil ich jetzt ganz, ganz viele Leute hier anlocke. Aber ich glaube, im Crackenbook war ich schon, ne? Ja, da war ich schon drin. Aber das müsste eigentlich wieder nachgespawnt sein. Okay, was haben wir denn hier noch? Jetzt mal Crackenbook. Working Stiff Tools, super. War ich hier schon drin? Ne, hier war ich noch nicht drin. Haha. Siehste. Mach mal eben Folgendes. Machen wir hier den Quick Waypoint. Dann gehen wir da nachher hin. Jut, was haben wir hier noch? Ich renne mal einfach nur querfeld ein. Muss da sowieso da hinten hin. Bring mir eben meine Sachen weg. Wir haben 9 Uhr. Das heißt, wir können da jetzt gleich nochmal fröhlich hin. Mal eben den guten Scheiß mit. Kannst du behalten. Jetzt muss ich nur eben gucken, wo kommen wir denn? Ach nee, da hinten muss ich hin. Okay, da hinten muss ich hoch. Haben wir hier noch was? Ja, super, da ist auch neu drin gespawnt. Und? Gespawnt. Dann können wir hier hoch und dann nachher wieder runter. Perfektomat. Gut, bring ich mal eben den Scheiß weg. Den packen wir auch direkt einfach nur mal bei uns in die Schüsselkiste. Und dann geht's nämlich direkt wieder. Ja, komme ich hier hoch oder wart? Oder komme ich hier hoch oder wart? Kommst du jetzt hier hoch, oder was? Jawohl. Da hinten war ich, okay. Dann rennen wir mal eben kurz zu unserer Festung rüber. Und dann gehen wir gleich nochmal zu unserem Scheiß rüber. Ich muss allerdings den Wald neu anpflanzen, sehe ich gerade, weil... Ja doch, da hinten ist noch genug Wald. Aber das könnte dann auch irgendwann mal schwierig werden, ne? So, pass auf. Ich packe mal eben kurz was rein. Torch brauche ich jetzt gerade nicht. Das brauche ich auch gerade nicht.
Okay, gut. Dann trinke ich mal eben was. So, dann haben wir 20 Minuten voll schon mal. Können wir den Rest auch mal eben hier reinpacken. 5 Stück habe ich noch mit. Super gut. Shotgun Longbarrel brauche ich gerade nicht. Da kommt schon wieder ein... Oh, wow, Wanderhorde. Hallo. Wollt ihr mal eben hier zu mir kommen, bitte? Ihr braucht jetzt nicht dadurch meinen frisch gemähten Rasen gehen. Kommt mal alle her, bitte. Da können wir die nämlich mal eben kurz hier plätten. Ich hoffe, jetzt kommt nur keine Horde von hinten. Dann bin ich auch am Arsch. Aber die kriegen wir ganz gut weggemäht. Bis auf den einen Kackspasten hier. Komm mit. Okay. Was haben wir hier drin? Gucken wir die Jungs und Mädels mal eben kurz nach. Vielleicht haben sie ja was Leckeres mit dabei gehabt. Kommt noch eine... Oh. Eine Nachzügler-Krankenschwester. Gut, ich glaube, dann haben wir sie alle. Hast du sie noch alle oder was? Gut. Dann packen wir den ganzen Schnodder mal eben hier rein. Gut. Und werden noch mal eben kurz runterflitzen. Leichenpflaster in ihren Weg. Muss mal eben gucken, wo war das denn? Das ist da hinten. Working Stiff Tools. Da wollte ich jetzt auf jeden Fall einmal hin. Weil, da kann natürlich sein, dass wir auch wieder ein cooles Tool and Die Set kriegen. Das wäre natürlich supi, ne? Hoffe, das funktioniert. Oh Leute, ich bin auch ein kleines bisschen müde heute. Sorry. Was ist das hier? Das ist ein... Ach, das ist ein Parkhaus, ne? Jo, Parking. Parking. Hier sind irgendwo Dingsbums. Leck mich doch am Arsch. Ja, jetzt haben wir hier natürlich Kirmes, ne? Ich versuche mal ein bisschen leise zu sein. Nehmen wir jetzt erstmal mit dem Bogen hier so einiges ausräumen. Kommt noch was. Hier wollte ich eigentlich rein. Ja, da guckt schon wieder einer.
Kannst du jetzt mal hier... Oh, Junge. Dankeschön. Na, komm her. Boah, irgendwie ist meine Gesundheit jetzt gerade auch ein bisschen am Arsch, ne? Hätte ich jetzt ein Problem gekriegt, dann wäre ich weg gewesen. Ich esse mal eben was. Im Real Life esse ich auch gleich mal eben was, ey. So, ich gucke die Jungs und Mädels mal eben nach. Weil ich ganz gerne wissen will, ob hier vielleicht irgendwas Cooles drin ist. Bei denen, was ich allerdings nicht glaube. Mal die Sachen eben kurz einmal mit mir. Das, was ich nicht brauche, kann ich nachher noch wegschmeißen. Okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall einmal kurz hier rein. So, aber hier war ich doch schon drin, oder? War ich hier nicht schon drin? Ich meine, ich war hier schon drin. Ich glaube, ich bin hier von hinten bin ich hier doch mal rangekommen, oder? Was ist denn? Da war doch was. Scrap. 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 Ich nehme das mal eben mit. Ja, von hinten bin ich rangekommen. Genau. Aber hier war ich noch nicht dran. Doch, war ich wohl. Ich habe aber nicht alles mitgenommen, das war's. Okay, dann scrappen wir die mal eben. Die kann ich ruhig scrappen. Den Beaker kann ich auch scrappen. Das kannst du auch behalten. Davon habe ich schon so viel. Das kann ich auch scrappen. Ach nein, das geht nicht. Okay. Okay, hier war ich also drin. Was war das andere noch? Das war hier hinten, ne? Aber hier ist auch noch was. Ums Eck rum. Pilz. Ah, ich guck mal eben, ob hier nicht vielleicht eine Dingsbum-Station ist. War ich hier auch schon drin? Hier war ich auch schon drin. Ah, die Bookstores sind noch, das ist noch nicht fertig wieder. Das ist auch immer noch empty. Dann gucke ich mal kurz. Hier hinten war auch noch was. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch weitergehen. Da hinten ist ja auch ein Dings gelandet. Ich gehe mal da hinten hin. Das ist ein Kack-Spider-Zombie. Geh mir nicht um den Sack. Da ist irgendwo eine Kiste gelandet. Da gehe ich mal eben hin. Hier ist ein Poppenpilz. Okay, da gehen wir jetzt rein. Wir locken die mal eben. Oh, fuck, da ist ein Pulle. Ein Pulle. Ein Pulle ist da. Ist da ein Poppenpilz? Nee, Pass and Gas. Okay, dann gehen wir mal eben
kurz hier hinten rum. Da hinten will ich hin. Ja, die Tüten sind leider recht schnell, aber hier hinten ist irgendwo die Kiste. Die will ich auf jeden Fall... Die will ich auf jeden Fall... Da hinten ist sie. Die ist, glaube ich, hier oben drauf gelandet. Kann das sein? Oder wo ist sie? Da oben ist sie. Ah, okay. Dann müssen wir einmal hier rein. In den Puff. Okay, gut. Dann gehe ich mal eben einmal kurz hier hinten rum. Oder kann ich hier hoch? Ich kann hier auch rein, ne? So. Ja, geil. Cool. Kann ich hier hoch, ne? Ne, hier kann ich nicht hoch. Ah, aber hier geht's hoch. Hahaha, hahaha. So, ich muss nach ganz oben. Ich will die Kiste haben. Jetzt mal eben gucken, wo die ist. Die ist hier. Bam. Reed. Reed. Die kommen jetzt natürlich hier hoch. Mal eben, ob hier irgendwas Geiles drin ist. Ja, geht mir nicht am Keks, Jungs. Ja, das ist ein bisschen tief hier so, ne? Da haben wir das Schwein gehabt, ey. Bitte ohne Bein brechen. Danke. Super. Bob's Café. Was haben wir noch? Was können wir noch mal eben kurz einmal ganz schnell hier abmöppeln? Wir können hier noch mal weitergehen. Vielleicht haben wir da hinten noch was. Kommt wieder so eine Kackmücke an, ey. Hau ab. Crackerbook. Da ist Crackerbook. War ich da schon? War ich in dem Crackerbook? Ich weiß es nicht, Freunde. 15 Uhr haben wir. War ich hier in dem Crackerbook? Ja, kann sein. So, gucken wir mal eben hier rein, was wir hier so alles haben. Nicht allzu viel. Muss aufpassen, nicht, dass hier ja gleich irgendwie jemand ums Eck kommt. Da kommen wir irgendwelche Leute. Das Papier habe ich eigentlich jetzt schon zum so viel. Ich will nur eben gucken, ob ich hier noch irgendwas Besonderes finde. Sheet. Read. Kommen jetzt natürlich alle hier vorne rum. Read. Die machen mich jetzt gerade ein kleines bisschen nervös.
kommen die denn jetzt alle bitte her, ey? Das gibt's doch nicht. Wollt ihr mich jetzt verkackeiern, oder was? Ach, da kommen sie an. Oh, fuck. Wo bist du denn? Die ist locked. Warte mal. Ich werde den mal eben... Nein. Lesen. 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 Ich glaube, die sind hier hinter, kann das? Mach mal eben kurz hier zu. Ja, das gibt ja jetzt einen Spaß hier. Also nichts, was ich jetzt hier bräuchte. Bäh. Boah, da war jetzt gerade jemand, ne? Geil. Tschüss. Ihr Kackspasten, tschüss. Hier haben wir auch noch Working Stiff Tools. Hier war ich auch noch nicht drin, oder? War ich hier drin? Oh, fuck. Das ist ein Köter. Gute Nacht, Marie. Okay. Das heißt, ich mache mal eben Folgendes. Doch, hier war ich schon drin. Ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Hier sind mir zu viele von den Teilen. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ne, hier hinten war ich noch nicht in den Working Stiff Tools. Oh, wow. Okay, wir haben 40 Minuten voll, meine Lieben. Ich glaube, ich werde mich mal eben kurz verpissen. Hier ist nämlich ganz, ganz schön viel los. Hier sind ganz viele Shamways. Das ist super. Aber hier ist auch ganz, ganz viel Chisel, den ich eigentlich gar nicht gebrauchen könnte. Ja, ich werde mal eben kurz hier gucken, dass ich nach Hause komme. Wow, die Stadt ist so riesig groß, ne? Das ist unglaublich. So, ich guck mal eben, dass ich schnell nach Hause komme. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Dann kann ich zu Hause zumindest schon mal wieder Pfeile machen. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir mal eben gucken. Lootkiste hatten wir da hinten. Da. Hier unten, das haben wir auch noch nicht erforscht. Da müssen wir auch noch hin. Boah, ist die Stadt groß. Wahnsinn. Das kann ich scrappen. Das kann ich scrappen. Das kann ich nehmen. Aber ich finde hier einfach kein Minibike-Scheiß, ne? Das ist unglaublich.
Wahnsinn. Ich finde es einfach nicht. Okay, gut. Ja, dann müssen wir halt weitersuchen. So ist das nun mal manchmal im Leben. Wenn du irgendwas nicht findest, dann suchst du halt weiter, ne? So, ich laufe jetzt zumindest erstmal wieder hoch zu mir. Dann haben wir warte, kann ich noch Holz mitnehmen? Ja, ein bisschen Holz kann ich eigentlich noch mitnehmen, ne? Kann ich noch irgendwas scrappen? Guck mal hier, das Flashlight. Kann ich mal eben scrappen. Das Geld kann ich auch scrappen. Kann ich zumindest noch ein bisschen Holz mitnehmen. Okay, hier ist ja schön idyllisch, ne? Oh, komm, bleib mal hier. Ach, die sind doch voll ausgewachsen, die Bäume. Wieso sind die denn nur 900? Ist ja auch krass. Nehmen wir den auch noch mit, wenn der hier so in der Gegend rumliegt. Nehmen wir den auch noch mit. Ah, der ist 1200, okay. Da kam gerade jemand von der Seite. Ach, da hinten kommt so an die Schnullerbacke. Ja, du kannst mich jetzt mal gerne haben. Ich gehe jetzt mal hoch. Obwohl, nee, noch nicht so ganz. Dich nehme ich auch noch mit. So, da kommt Freude auf, meine Freunde. Da kommt Freude auf. Und jetzt gehen wir mal hier hoch. Bin ich hier richtig? Jawohl. Ja. Gut, gehen wir da mal hoch und gucken wir mal. Haben wir jetzt genug wieder am Start hier, was wir machen können. Ja, gut. Der ist empty. Gut, dann packen wir mal hier mal eben was rein. Und nehmen dann erstmal das mit, was wir mitnehmen müssen. Nein. So, das Murky Water, die Eggs. Die. Das und das. Das Gash. Die ganzen Waffenteile können wir mitnehmen. Das Wood. Was noch? Ja, die müssen wir nachher anpflanzen. Das Glue können wir mitnehmen. Den anderen Scheiß. Ja gut, die Tokens können wir auch mitnehmen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal eben kurz hoch in die Hütte, in eine Butze rein. Schwupps, schwupps. So, dürrt so. Und dann können wir hier jetzt erstmal kurz ein bisschen was einräumen. So, Kohle können wir nachher scrappen. Und Iron packe ich auch mal eben kurz hier rein. Dann können, ja, das Iron brauche ich hier eigentlich nicht reinpacken. Aber die Casino-Tokens, das Glue. Dann können wir hier einmal reinpacken. Das Bottled Murky Water. Packen wir hier mal eben kurz die Arrows rein. Und die ganzen Waffenteile. Und die zwei. Ja, dann einmal bitte die Eier hier rein.
Und was hatten wir noch? Die Federn einmal hier rein. Das andere kann alles in die Forges. Er kann das hier rein. Ja, super. Okay, dann kann das andere nämlich in die Forges rein. Perfekt, Tomat. Hier noch irgendwas drin liegen, was ich brauche. Hier habe ich noch eine Forge. Beaker. Das kann gescrapped werden. Alter, was geht denn da unten schon wieder ab, Leute? Ihr geht mir ja echt ein bisschen am Sack, ne? Okay, nice. Och, was machen sie denn eigentlich da wieder für einen Hickhack, ey? Hier haben wir die ganzen Klamotten drin. Die haben wir da unten. Super. Okay, ja, da die Jungs und Mädels da irgendwie gerade Krawall machen. Ach, guck mal hier, kriege ich Besuch. Hallo. Waren da Horde oder was? Hör auf. Ach, da kommen ja noch mehr. Alter, willst du mich jetzt verkackeiern oder was? Das hier wird doch nicht. Bleib stehen, Frau. Wer hat die denn bitte wieder rausgelassen? Ihr macht hier alles kaputt. Seid ihr bekloppt oder was? Ich schieße da auch noch so super daneben. Sag mal. Unglaublich. Warte mal, ich gehe nochmal eben kurz runter. Das ist ja jetzt gleich Nacht. Ich nehme die nochmal eben mit hier. Mal gucken, was die noch mit dabei hatten. Vielleicht hatten die ja noch was Geiles mit dabei. Nein, hatten sie... Oh, doch, hatten sie wohl. Geil. Empty, 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 empty und empty. Boah, von mir aus dann soll das so sein. Aber sie hatten auch eine Hunting Rifle. Read. Scrap. Scrap. Nerdy Glasset. Nerdy Glasset. Nerdy Glasset hatten die dabei, ey. Ich habe die eine gar nicht gelootet. Okay, 50 Minuten haben wir voll, mein Lieben. Boah, Alter, ey. Das ist wieder so hart hier, ne? Gut, dann kommt das erstmal hier rein. Das Broken Glass. Das Sandwich kommt hier rein. Cloth Fragment kann auch hier rein. Die Nerdy Glasses können hier rein. Das auch. Das kann einmal da rein. Gut. So, jetzt aber. Ist aber hier mal Schluss im Karton für heute. Meine lieben Mäuse, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Seven Days to Die, wenn wir da mal weiter gucken. Und ich bin infiziert, sehe ich gerade. Okay, dann sollte ich mal eben kurz was zu nehmen. Das tue ich mal eben, weil ich es ja kann. Einmal Antibiotika. Jups. Perfekt.
Okay, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann räumen wir erstmal den ganzen Schüssel wieder ein. Dann haben wir Tag oder Nacht 37 und können uns dann hier ein bisschen weiter organisieren. Aber bevor ich jetzt rausgehe, gehe ich erstmal ein bisschen was essen. Und schmeiße schon mal wieder den Dings an. Ja, wir können schon mal hier wieder Dings anschmeißen und schon mal ein bisschen Wasser abkochen. Und zwar machen wir mal Bottled Water, 50 Stück. Gib ihm. Also, bis die nächsten Tage, meine Lieben. Bis bald. Ciao, Ikowski.